Willkommen zur Qualifikation der SeaStar Discovery 2016 für den Westen und Norden Deutschlands. Ja, hallo, ich bin Caro, ich komme aus Kiel. Ich bin 26 Jahre alt und arbeite momentan für Adidas im Außendienst. Mitten in einem Märchenwald liegt die weitläufige Anlage des Monte Mare Kaiserslautern. Ich habe die anderen jetzt ja schon kennengelernt und ich denke, die sind auf jeden Fall eine große Konkurrenz, aber ich bin einfach super motiviert und glaube irgendwie auch an mich und ich habe einfach mega Bock da drauf. Manche Teilnehmerinnen kamen sogar bis zu 700 Kilometer angereist. Ich mache bei der SeaStar Discovery mit, weil ich das ganze Konzept cool finde. Ich fand es cool, wie das überhaupt auf das Tauchen alles bezogen ist. Ich habe 15 Jahre Synchronschwimmen gemacht, eigentlich mein halbes Leben unter Wasser verbracht und habe mega Lust mitzumachen, einfach mal in meinem Element zu sein. Ha, guckt euch das an. So, hallo allerseits. Hallo. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr bekommt jetzt gleich hier vorne an der Kasse von Monte Mare einen Chip, dass ihr reinkommt und dann gibt es eine... Dann seid ihr voll versorgt schon. Ich sehe auch schon, Bademantel und Handtücher habt ihr auch. Ja. Dann könnt ihr euch jetzt fertig machen, Bikini anziehen, Bademantel umschmeißen, Handtuch mitnehmen. Nachdem die Mädels sich umgezogen und das Make-up aufgefrischt haben, gibt es von Veranstalter Martin Helmers noch eine kurze Info zum Ablauf. So Mädels, kurze Ansage, dass ihr Bescheid wisst, was läuft, wie auch immer. Wir werden jetzt gleich kurz ein paar Video-Interviews machen. Ihr habt stundenlang gebraucht, um euch so hinzurichten, wie ihr jetzt ausseht. Das machen wir jetzt, bevor ihr nass werdet. Ich denke, meine Stärken liegen in meiner Wortgewandtheit. Also ich bin ziemlich schlagfertig. Ob das jetzt was für mit SeaStar ob das irgendwie ein bisschen positiv ist, weiß ich jetzt nicht. Wird man dann herausfinden. Meine größte Stärke ist heute, ich werde auf jeden Fall alles geben. Auch wenn ich so müde bin, ist es egal, was passiert. Ich gebe mein Bestes. Ich denke, dass ich mich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, weil ich ziemlich ehrgeizig bin und schon einige Erfahrungen habe mit Shootings. Also ich glaube, ich bin gegenüber vielleicht anderen Mädchen ein sehr natürlicher Mensch, sehr unkompliziert. Ja, bei manchen habe ich vielleicht gemerkt, dass sie hohe Ansprüche haben und wissen, wer sie sind. Und das schüchtert mich natürlich ein bisschen ein. Um die Stimmung etwas aufzulockern, geht es jetzt erstmal nach draußen ins Kalte für ein kleines Aufwärmshooting. So, Mädels, rückt mal ein bisschen auf. Könnt ihr mich alle hören und sehen? Wir machen jetzt so ein bisschen Express-Fotoshooting. Wer will freiwillig zuerst? Ja? Ja. Ja, machst du? Gut. Stell dich irgendwo hin, mach irgendwie was. Ich halte dann schon drauf. Bist du bereit? Okay. Die SeaStar Discovery hat prominenten Besuch bekommen. Also mir gefällt es ganz gut, es ist sehr authentisch und die Kandidatinnen sind sehr natürlich, alle auf ihre eigene Art und Weise. Das finde ich sehr sympathisch und charmant und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, freue ich mich auch. Marina Melentin, bekannt aus der Vox-Sendung Mieten, Kaufen, Wohnen und YouTube-Star Michi Leber, schauen sich das Spektakel aus nächster Nähe an. Wieder im Hallenbad angekommen, geht es nun mit dem Hauptprogramm weiter. Kommt dann mal alle kurz ran. Wie ihr festgestellt habt, wird es jetzt nass und feucht werden. Wir werden euch jetzt hier im Wasser versenken und verschiedene Stationen haben. Das ist so Bundesjugendspiele für Fortgeschrittene. Also das heißt, ihr solltet dann irgendwo überall mal angekommen sein. Wir werden jetzt als erstes Apnoe, Freitauchen heißt das, also Luft anhalten, dicke Backe machen und lang unter Wasser bleiben, mal austesten. Und zwar Strecke und einfach so statisch nennt sich das, also Zeit einfach. Da übergebe ich euch jetzt gleich an die Elisabeth oder die Natascha, die werden das mit euch dann soweit machen. Und kamen dann noch ein paar Assistenten praktisch dabei, dass wir euch alle dann relativ schnell da durchbekommen. Wir machen jetzt mal ein Atemtraining. Der Trick an der ganzen Sache ist, möglichst kurz einzuatmen und ganz lange auszuatmen, dass wir die Lunge trainieren. Wir fangen jetzt mal an und zwar 4 Sekunden einatmen. 1, 2, 3, 4 und 8 aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese Atemübungen sind wichtig, um möglichst lange und entspannt unter Wasser bleiben zu können und erhöht so dem Fotografen die Chance auf eine gute Momentaufnahme. Das war schon mal saugut. 46 Sekunden waren das schon. Auch Vox-Moderatorin Marina leistet dabei tatkräftige Unterstützung. Manche schaffen es auf Anhieb zu Höchstleistungen. 2,40. 2,50. Sauber. Sauber. Guck mal, du hast 2,50 geschafft. Rekord gebrochen, würde ich sagen. Ich habe mir das Handgelenk gebrochen vor 5 Wochen.
total sinnlos, bin ausgerutscht, hingefallen, Handgelenk knackt. Naja, aber ich bin trotzdem hier und ich werde kämpfen oder versuchen zu kämpfen, soweit es geht. Aber benachteiligt fühle ich mich nicht, nein. Die nächste Aufgabe ist jetzt, unsere drei kleinen süßen Wassertierchen zu finden. Einmal mit Maresmaske. Das ist dann relativ einfach, denke ich mal, auf 3,80, weil die sind gut erkennbar. Und die zweite Aufgabe ist dann ohne Maresmaske, weil wir hoffen, dass die Tierchen nicht so gut erkennbar sind und man sich dann schwerer tut, die zu finden. Allen Teilnehmerinnen gelingt es problemlos, die Plastiktierchen aufzusammeln. Für alle, die jetzt fertig sind mit dem Tauchen nach diesen Viechern im Wasser, geht es weiter zu Tobi, der wartet auf euch unter Wasser und wir machen ein paar Unterwasseraufnahmen. Ihr könnt gleich so bleiben mit dem Maris-Outfit, wie ihr seid. Da geht es einfach darum, dass wir ein paar coole Aufnahmen machen. Was hier jetzt wichtig ist, wirklich Luft ablassen. Ihr müsst praktisch ein paar Mal tief Luft holen, durchatmen und da ihr kein Blei habt, kommt ihr sonst nicht runter. Und wie geht es weiter? So, als nächste Challenge haben wir uns ausgedacht, dass die Mädels mal vom Dreier springen sollen. Da können wir ein paar coole Aufnahmen von denen machen, wie die dann unter Wasser ankommen. Da können sie sich vielleicht beweisen, dass sie selbst so mit einem erschrockenen Gesicht gut aussehen können oder es gerade hinbekommen, dass es dann nicht erschrocken aussieht. Und ob sie da auch überhaupt den Mut haben. Vielleicht sagt eine, Mensch, ich traue mich gar nicht runter zu springen. Und ja, da können die Mädels auf jeden Fall nochmal Mut beweisen. Hier sehen wir Elisabeth im Finale 2014 beim Bungee-Sprung von einem 50 Meter hohen Turm. Da scheinen 3 Meter für den Anfang doch durchaus machbar. Die Teilnehmerinnen bekommen einen kleinen Vorgeschmack darauf, dass bei SeaStar eben nicht nur der Kampfgeist im Vordergrund steht, sondern auch Abenteuer und Spaß. Und der kommt hier sicher nicht zu kurz. Wir machen jetzt einen Sprung vom 3-Meter-Turm. Und ich freue mich eigentlich total drauf, weil ich springe eigentlich auch so gerne. Und ja, dann schauen wir mal, was die Mädels alle für einen Sprung drauf haben. Wir gehen jetzt nach draußen und dann machen wir die Freestyle-Shootings, also in hübschen Kleidern und alles Mögliche, was kreativ ist. Genau. So, es ist langsam dunkel geworden, die Gäste werden rausgeworfen. Wir sind hier die Letzten im Bad und haben jetzt das ganze Becken für uns alleine. Wir werden jetzt so das Highlight machen, das heißt Unterwasser-Shooting mit Bikini und ein paar Kleidern. Es sind schon einige Brautkleider hier aufgekreuzt. Ich denke mal, wird ganz spannend und wir müssen jetzt Gas geben, weil es gleich zuschließt hier, das Becken. Die jungen Frauen dürfen ihre Kleider selbst wählen und mitbringen. Das gibt ihnen auch die Möglichkeit, die Fotos etwas mitzugestalten. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe so ein schönes blaues Kleid an und wollte damit so ein bisschen aussehen wie eine Qualle und überall meine Tücher rumfliegen lassen. Also ich hoffe, dass meine Bilder ziemlich spektakulär sind, schon allein wegen dem Stoff, falls ich das persönlich nicht so gut hinkriege. Aber ich denke schon. War anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also da war eben wahnsinnig viel Blubber und ich war bestimmt nur 5 Sekunden unter Wasser. Und in der Zeit musste dann auch ein Bild entstehen, das gut aussieht. Aber ich habe es schon gesehen, also ich glaube, da sind welche dabei. Wir hatten jetzt so ein Blubberwasser und da mussten wir versuchen, in diesem Strom zu bleiben und einfach eigentlich nur Kopf unter Wasser und versuchen zu grinsen und schöne Posen zu machen. Ja, war nicht einfach, aber war okay. Wer es in die nächste Runde schafft, werden wir dann im Halbfinale erfahren. Zum Abschluss dürfen die Mädels sich beim Paddeln noch ein bisschen auspowern.
Es ist auch eine spannende Sache, einfach weil die jetzt einen anstrengenden Tag hinter sich hatten, viele Sachen, vielleicht auch gar keine Kraft mehr haben. Und ob die jetzt immer noch Power zeigen und Durchhaltevermögen, ob sie jetzt immer noch diesen Kampfgeist haben und sagen, ich probiere trotzdem noch mal am Schluss auch richtig viel rauszuholen. Ja, und wer da ins Wasser plumpst, der ist nicht raus, aber es ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte nochmal und haben wir nochmal ein bisschen Spaß zum Abschluss. Und ja, darum geht es hier jetzt eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer SeaStar-Team.